Einen wunderschönen guten Morgen hier zum Livestream. Nein, es ist gar kein Livestream, sondern es ist ein Video zum DAX Long oder Short für den 12.11.2019. Mein Name an dieser Stelle wie gewohnt Markus Klebe. Und da ich aktuell noch nicht ganz in Deutschland bin, sondern immer noch im Ausland, das Ganze heute wieder als Video mit ein paar Gedanken zum DAX und zum WTI. Ich möchte mit euch auch mal aufs WTI schauen, denn dort könnte sich jetzt auch eine interessante Situation ergeben. Ansonsten der Blick auf den doch nach wie vor sehr, sehr starken DAX. Wir hatten gestern hier den Test des Bereiches um die Marke 170, der Markt dann wieder nach oben weggegangen. Das war das Unterstützungsniveau aus der Trading-Wochenanalyse, zumindest das erste Unterstützungsniveau aus der Trading-Wochenanalyse. Das werden wir uns jetzt gleich hier auch nochmal anschauen, bevor wir das tun. Wie gewohnt an dieser Stelle erstmal der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen einmal direkt erstmal ganz kurz auf den Wirtschaftszahlenkalender für den heutigen Tag. 11 Uhr ZDW-Umfrage, Konjunkturerwartung sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, denn es könnte ein wenig Bewegung kommen. Ich gehe nicht von viel Bewegung aus, aber so ein bisschen Bewegung könnte hier durchaus passieren. Also vielleicht nicht zwingend kurz vor um 11 Positionen eingehen und sich dann wundern, dass der Markt sich etwas zuckend bewegt und man vielleicht ungünstig ausgestoppt wird. Das im Hinterkopf behalten. Ansonsten kommt hier erstmal für den DAX bzw. für das WTI, was wir uns auch gleich mal anschauen werden, nicht so viel sonderlich raus. Und dann blicken wir auch direkt auf den Markt, der eben ja, gestern, wie gesagt, erstmal diesen 170er-Bereich auf der Unterseite getestet hat. Ich mache mal mein Zeichenwerkzeug auf und zeige euch das mal direkt hier, was ich meine. So, haben wir es. Also der Markt, erstmal hatten wir am Wochenende angesprochen, dass das erste Unterstützungsniveau, was hier erstmal für auch den Montag und Dienstag und Mittwoch, also für die nächsten Tage, für mich persönlich relativ wichtig ist, ist der Bereich um die Marke 170. Dieser Bereich wurde jetzt getestet. Ja, diese Zone hier unten, in diesem Bereich ist der Markt reingelaufen, entsprechend dann aus diesem Bereich Stärke gefunden und hat jetzt in meinen Augen durchaus das Potenzial, wieder nach oben wegzulaufen. Also wir könnten hier durchaus die Vorwochenhochs im Bereich um die Marke 13.300 nach oben durchstoßen. Wir hatten das am Wochenende ja besprochen, dass der Markt sehr, sehr sauber war, dass der Markt in der vergangenen Handelswoche erst den Bereich 175 von der Unterseite immer sehr, sehr sauber getestet hat, dass er dann sehr, sehr sauber in den nächsten Widerstandsbereich gelaufen ist, um die Marke 300 bzw. 303, was wir hier eingezeichnet haben, jetzt wiederum unten die Kernunterstützung 170, 175 getestet hat, dann eben wieder sich auf den Weg nach oben gemacht hat. Also erstmal läuft hier für die Long-Seite alles nach Plan. Fürs Daytrading der Bereich um die Marke 170, 175 war ja das Unterstützungsniveau. Und jetzt macht sich der Markt eben erstmal grundsätzlich wieder in Richtung der Marke 300 auf, was das nächste Widerstandsniveau ist. Und durchaus nach wie vor natürlich das Potenzial, neue Jahreshochs auszubauen, sich weiter in Richtung der Allzeithochs aufzumachen. Gut, das sind noch 300 Punkte aus aktueller Sicht, aber durchaus, hatten wir am Wochenende besprochen, ist hier das Potenzial schon definitiv nach wie vor, zumindest aus charttechnischer Sicht, da dann auch schlussendlich weiter nach oben zu laufen. Somit durchaus realistisch, dass der Markt den 300er-Bereich am heutigen Tag nach oben anläuft, dass er ihn vielleicht auch mal versucht zu testen, drüber läuft. Ich würde vorsichtig noch nicht davon ausgehen, dass der heutige Tag dazu führt, dass wir sonderlich über die 300 gehen. Aber bis zu diesem Bereich, das sind jetzt aus aktueller Sicht noch so 50 Punkte, durchaus denkbar 50, 60, 70 Punkte, also dass wir diesen Hochbereich hier dann eben um 20, 30 Punkte auch überschreiten können, würde hier somit für den heutigen Dienstag mit einem realistischen Ziel um die Marke halt dann so 13.330 arbeiten. Aus aktueller Sicht wären das in etwa so 85 bis 90 Punkte. Und wenn wir jetzt hier gleich, ich mache jetzt die Analyse um 8 Uhr, wenn wir um 9 Uhr hier reinkommen, beziehungsweise ist es jetzt schon 8.20 Uhr, wenn wir um 9 Uhr hier mit der Xetra-Markteröffnung reinkommen, kann es schon durchaus sein, dass wir direkt eben auf der Long-Seite pushen. Würde vielleicht auch dazu führen, dass man gegebenenfalls mit der Opening Range Breakout Strategie den Long Trigger nutzt. Also hier dann eben sagt, okay, der Markt hat jetzt hier eine Range zwischen 8 und 9 und man nutzt dann eben den Breakout auf der Oberseite in Richtung erstmal der 300, beziehungsweise dass es hier auch durchaus realistisch so ein kleines Stückchen höher gehen kann. Der nächste Kernwiderstandsbereich, das hatten wir am Wochenende besprochen, der kommt im Bereich um die Marke 13.417, also auch wiederum ganz knapp oberhalb der 400. Würde aber für den heutigen Tag eben nicht davon ausgehen, dass das
Gänze funktioniert, denn wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, die erste Move hier vergangene Handelswoche zum Start, der war in etwa so aus dem Bereich 13.000 in den Bereich um die Marke 13.175. Dann hatten wir eben aus diesem Bereich erneut einen Anstieg in den Bereich 300. Und wenn wir jetzt nochmals davon ausgehen, dass wir wiederum eine ähnliche Bewegung bekommen, dann ist das eben so in etwa die Zone des Bereiches ganz knapp oberhalb von 300. Also von daher erstmal von meiner Seite zumindest etwas Piano und Vorsicht, und ich werde mir das Ganze auch gleich anschauen, auch wenn ich bald ins Bett gehe hier in Amerika, 9 Stunden Zeitverschiebung, aber ich werde mir das Ganze jetzt mal anschauen und schauen, vielleicht kann ich hier sogar noch eine Long-Position reinlegen, die dann vielleicht, bis ich wieder aufstehe, sich so ein bisschen in Richtung in Norden bewegt hat, würde hier in diesem Fall dann durchaus auch damit arbeiten, dass ich in dem Bereich um die Marke 325 bis 330 gegebenenfalls mit Take-Profit arbeite, um jetzt hier dann reinzugehen. Die Short-Seite erstmal von meiner Seite zumindest dort oben, wo wir uns aktuell befinden, oberhalb der 170, nicht so interessant, auch nicht, wenn wir in Richtung 330 gehen. Also den Klassiker, den wir recht oft handeln, aktuell allerdings nicht handeln, wenn der Markt neue Hochs ausbaut, dass man dann antizyklisch die Short-Seite fährt. Aus meiner Sicht aktuell noch nicht so interessant. Das wäre dann gegebenenfalls interessant, wenn wir in Richtung 400 kommen würden, beziehungsweise 420. Wie gesagt, gehe ich ja erstmal vorsichtig nicht davon aus. Sollte der Markt allerdings so ein wenig auf der Oberseite überpesen, wäre das vielleicht auch noch ein Gedanke, dass man sich dann hier auf der Oberseite, ich mache das mal rot, im Bereich ab der Marke 400, wenn dann entsprechend ein Trigger kommt, wieder zurück zu den alten Hochs, also zurück in Richtung 300, wäre dann eben grundsätzlich auch ein Gedanke, antizyklisch, ganz klar, antizyklisch hier gegen die Kernbewegung auf der Aufwärtsseite, dass man dann hier eben mal schaut, okay, der Markt bewegt sich Schritt für Schritt. Hier ist die Konsolidierung nicht ganz so groß gewesen in Richtung 300, Konsolidierung Richtung 170, bewegt sich der Markt in Richtung 330 noch nicht, aber wenn wir ein wenig nach oben überpesen sollten, so ein bisschen Überstärke reinkommt, durchaus denkbar, dass der Markt ganz charttechnisch sauber wieder zurück in Richtung 300 läuft. Somit hätte man hier eine Chance von in etwa 100 Punkten. Und das ist für mich persönlich zumindest ja auch immer nicht ganz so uninteressant. Dann kommt der Bereich unterhalb von 170. Dafür mache ich nochmal kurz alles weg und dann schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Was machen wir denn oder was würde eventuell hier interessant sein, wenn der Markt zum einen diese Schiebezone, die wir uns hier angeschaut haben, also es ist ja diese Schiebezone 100. 75, wir hatten am Wochenende darüber gesprochen, dass wir nicht bis runter gehen, sondern dass wir uns den Bereich um die Marke so 35 bis 30, also 135 bis 130 anschauen. Sprich, wenn wir diese Tiefs hier unten durchschreiten sollten, wäre es durchaus denkbar, dass der Markt na, zumindest erstmal so ein klein wenig mehr konsolidieren könnte, sodass wir hier entsprechend eine Chance bekommen. Und Fall werden. Klicken wir drauf und nehmen uns den Fall. So, also dass wir dann hier eben entsprechende Chance bekommen, dass diese Momentumbewegung, die hier vergangene Handelswoche zum Start stattgefunden hat, erstmal zumindest zurückerobert wird, der Markt in den großen Kernunterstützungsbereich um die Marke 300 bis 950, also 3000 bis 12.950 zurückläuft und wir dann hier gegebenenfalls auch einen Weg in Richtung dieser Zone bekommen könnten. Und somit wäre es dort unten natürlich auch interessant, dann eben sich mal mit der Abwärtsseite zu beschäftigen. Allerdings muss man wirklich aktuell sagen, der Markt ist kaum auf der Abwärtsseite gelaufen. Wir warten natürlich darauf. Nach wie vor ist die Volatilität auf extrem geringem Niveau. Auch der Fear and Greed Index mittlerweile nicht bei 91 wie am Wochenende, sondern bei 89, aber trotzdem sehr, sehr hoch. Und somit ist es dann hier auch mit dem Blick auf den DAX und mit eventuell kommender Stärke, Schwäche dann unterhalb Pi mal Daumen so des 30er, 130er, 135er Bereiches durchaus denkbar, dass hier dann eben auch etwas Schwäche in den Markt kommt und man das natürlich dann eben entsprechend auch ausnutzen kann. Das erstmal so die paar Gedanken zum DAX und dann hatte ich euch ja versprochen, dass wir nochmal aufs WTI schauen, denn das habe ich mir gerade angeschaut. Ich habe hier auch schon mal so eine Area eingezeichnet, in etwa 1 Dollar groß, also 57,50 auf der Oberseite, in etwa auf der Unterseite etwas tiefer, leicht tiefer, der Bereich um die Marke 56,40, so Pi mal Daumen 56,40, 56,30. Also wir haben jetzt gerade hier aktuell in den letzten Tagen so eine Schiebezone aufgebaut und die ist jetzt mittlerweile, wenn man mal drauf schaut, über eine Woche lang. Also wir hatten den gestrigen Tag und die vergangene Handelswoche größtenteils in diesem Bereich. Also wirklich eine Schwankung in einem extrem
geringem Niveau. Wir hatten mal kurz zwei Ausreißer auf der Oberseite, wir hatten einen Ausreißer auf der Unterseite und wir haben jetzt zusätzlich dann auch nochmal in dieser Zone, im Moment, das zeichne ich auch nochmal ein, eine sich so zusammenziehende Schwankungsamplitude. Das ist das, diejenigen, die mit mir in meinem Live-Trading-Room sind, beziehungsweise auch meine Analysen kennen, wissen, dass das eine sehr, sehr interessante Formation für mich persönlich ist. Wenn man sich das Ganze hier mal anschaut, bekommen wir auf der Unterseite sehr sauber einzuzeichnen, immer höhere Hochs. Und wir bekommen auf der Oberseite, wenn wir uns hier diese Hochs mal anschauen, nein, auf der Unterseite bekommen wir steigende Hochs und auf der Oberseite bekommen wir steigende, nee, auf der Oberseite bekommen wir fallende Hochs, auf der Unterseite steigende Tiefs. So, jetzt haben wir es. So, und von daher ist es jetzt hier interessant, zwei Dinge. Zum einen, dass der Markt aus diesem quasi Dreieck ausbricht. Also, dass wir hier entsprechend Stärke bekommen können. Und der zweite Gedanke ist, dass diese Stärke, die dann startet mit dem Ausbrechen quasi aus diesem Dreieck, dass man mit diesem Gedanken hier, also in dieser kleinen Zone hier zwischen dem Ausbruch aus dem Dreieck und dem Bereich 57,50, dass man in dem Bereich mal schaut, okay, gegebenenfalls bekommt man eine Chance, den Markt zu kaufen mit einem relativ geringen Risiko, was man durchaus dann, das muss man, oder zumindest mache ich das meistens so, das muss jetzt nicht hier irgendwo an der Unterkante liegen, einer solchen Area, sondern je nachdem, wie sich der Markt dort rausbewegt, was er vielleicht bis dorthin auch noch zeigt, kann man hier gegebenenfalls mit einem relativ kleinen Risiko arbeiten, mit dem Gedanken, dass wir dann nach oben rausgehen. Und wenn wir dann nach oben rausgehen, dann sollte natürlich der Markt nicht nur das zeigen, was er in der vergangenen Handelswoche gezeigt hat, also hier irgendwie so einen leichten Ausreißer, sondern er sollte idealerweise dann eben entsprechend auch etwas mehr Bewegung zeigen. In den letzten Wochen und auch Monaten konnte WTI und auch Brent sich entsprechend bewegen. Also die Schwankung ist da, die Möglichkeiten, dass wir uns hier um 2 Dollar nach oben oder eben auch vielleicht um 2, 3 Dollar nach unten bewegen. Die Bewegungsmöglichkeiten sind da und vor allem, wenn hier nur, in Anführungsstrichen nur, im Endeffekt nochmals diese Hochs hier im Bereich um die Marke 57,80 angegriffen werden, ja? Also der Ölpreis im Prinzip genau das zeigt, was er in der vergangenen Handelswoche gezeigt hat, dann hätten wir hier schon mal so ein 1 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Das bedeutet ja für mich immer, dass ich dann eben zusehe, dass ich dann eben den Stop in die Nähe des Break-Evens packe, manchmal schon ein bisschen in Profit, manchmal so ein bisschen noch im negativen Bereich, aber so in die Area des Break-Evens und dann kann schon nichts mehr anbrennen. Aber wenn dann der Markt eben nach oben rausgeht, so wie man es ja ganz gerne sehen wollen würde, wenn eben wirklich die Bewegung entsprechend gen Norden kommt, dann hat man hier in meinen Augen eine recht interessante Chance. Allerdings genau das Gleiche. Ich würde mich hier nicht für eine Richtung festlegen, denn wir sind größtenteils in dem Bereich um die Marke 54,50, 57,50 in so einer größeren Seitwärtsschiebezone drin. Somit ist für mich genau das Gleiche auch auf der Unterseite interessant. Also wenn wir jetzt hier anfangen, so ein bisschen nach unten rauszugehen, also sprich diese Dreieck, diese blauen Linien nach unten durchschreiten, würde das gleiche Szenario auf der Unterseite stattfinden. Bereich untere Grenze ist in etwa genau das gleiche wie auf der Oberseite. Also wenn der Markt eben einfach nur in dieser Range bleibt, also einfach den unteren Bereich hier quasi nochmal anläuft, dann ist das ähnlich wie auf der Nordseite. Man kann dann eben das Risiko schon versuchen rauszunehmen. Die Chance besteht ebenfalls darin, dass der Markt nach unten sogar rausgeht, dass wir sogar in den Bereich 54,50 laufen, also in dieses nächste Kernunterstützungsniveau. Und somit ergibt sich hier natürlich auch ein sehr, sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Und eines ist klar und sicher, das muss nicht heute, das muss nicht morgen passieren. Es kann auch sein, dass solche Trades dann vielleicht mit dem ersten Anlauf, manchmal sogar mit dem zweiten Anlauf, nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt, dass man vielleicht direkt das komplette Risiko um die Ohren bekommt, dass man zwischendurch vielleicht ein bisschen Risiko rausnehmen konnte, dann doch noch wieder in den Stop der Trade läuft. Aber wenn es nicht diese Woche ist, dann ist es vielleicht nächste Woche. Der Markt wird irgendwann aus dieser Area ausbrechen. Er bleibt nicht, und das ist klar, in einer Range von einem Dollar, sondern er wird sich eben Pi mal Daumen dann auch eben von der Volatilität eben wieder entsprechend so auf 2, 3 Dollar bewegen. Und das bedeutet Chance auf der Nord- bzw. auch auf der Südseite. Und das ist das, was ich mir persönlich auch anschaue, dass ich dann gegebenenfalls hier mich eben im WTI, was wir eine ganze Zeit eben ja sehr, sehr konservativ betrachtet haben, aber jetzt durch diese Range, vergangene Handelswoche, zusätzlich dann eben auch noch am gestrigen Tage und dann heute eben dem Dienstag, dass hier gegebenenfalls dann auch so ein bisschen Bewegung in den nächsten Tagen und Wochen
reinkommen kann. Also das jetzt so die Gedanken hier zum WTI und vorher im DAX. Ich wünsche euch für den heutigen Tag erstmal Good Trades und Mega Trading. Wir hören uns nächste Woche ab Donnerstag wieder live. Ihr werdet allerdings vorher von mir natürlich hier eben noch ein paar Videos bekommen. In diesem Sinne, euch erstmal nur das Beste und bis dann, euer Markus Klebe. Bye bye.